Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der FXFET Wertpapierhandelsbank zu dem heutigen Webinar mit Dirk Hilger von StereoTrader. Thema ist Automation und Indication. Bin sehr gespannt, was uns heute erwartet. Und ja, bevor wir jetzt direkt starten, einfach nochmal die Frage an Sie, ob Sie mich überhaupt verstehen können. Ja. Vielleicht kurzes Feedback über die Chatfunktion, ob Bild und Ton soweit funktionieren, ob von der Technikseite alles passt, dann weiß ich, dass wir loslegen können. Diese Chatfunktion können Sie auch gerne nutzen, gleich während des Webinars, um Fragen zu stellen. Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Webinar im Namen der FXFET Wertpapierhandelsbank und freue mich auf das spannende Thema des heutigen Webinars, was wir gemeinsam mit Dirk Hilger von StereoTrader durchführen werden. Das Thema ist Automation und Indication. Ich finde sehr, sehr spannendes Thema. Ich selber bin auch ganz neugierig, was uns heute hier erwartet. Bevor wir aber gleich rüberschalten zu Dirk, einfach noch eine kurze Frage an Sie, ob Sie mich überhaupt verstehen können. Vielleicht können Sie ein kurzes Feedback geben, ob die Bild- und Tonübertragung soweit in Ordnung ist. Dann weiß ich, dass die Technikseite passt. Okay, das scheint zu funktionieren. Super, vielen Dank dafür, für das Feedback. Sie können auch gerne diese Chatfunktion gleich während des Webinars nutzen, ja, und soweit es dann für Dirk möglich ist, oder auch zeitlich das machbar ist, werden wir dann die Fragen auch beantworten. Und also nutzen Sie das, die Möglichkeit, dieses Webinar halt auch interaktiv zu gestalten. Okay, Dirk, von dir habe ich das Feedback auch bekommen, dass du bereit bist. Dann werde ich Sie gar nicht lange aufhalten und Dirk Hilger direkt zum Organisator ernennen und natürlich auch zum Moderator. Und dann kann es direkt losgehen. Ihnen viel Spaß, ein spannendes Webinar und ja, noch ein Hinweis, Webinar wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn Sie sich das im Nachgang anschauen möchten, können Sie das gerne tun. Also, bis später. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite heute zum Webinar zum Thema Automation. Moment, jetzt versuche ich nochmal hier eben nochmal die Fragen zur Seite zu schieben. Und der Andreas hat es ja gerade schon gesagt. Also ich werde nicht nur versuchen, auf Fragen hier einzugehen, sondern ich wünsche mir halt, dass auch Fragen kommen, weil gerade halt, wenn es ums Thema Programmierung geht, das ist ja halt nicht, ja, es ist ja nicht theoretisch, sondern das meiste ist ja wirklich Trial and Error. Das heißt, man kann immer einen bestimmten Teil halt irgendwie vorgeben, so Grundstrukturen erklären und vielleicht auch die eine oder andere Herangehensweise. Aber das nutzt ja alles nichts, wenn nicht das Thema dabei ist, was ja halt auch letzten Endes gefragt ist. Also das heißt, hier sind ja auch, so wie ich das sehe, ich sehe auch diesmal Namen, das ist ja schön, der eine oder andere dabei, von dem ich weiß, dass er sich mit der Programmierung auch befasst. Und da darf man auch gerne mal irgendwie ein Beispiel einstreuen und ich versuche das dann halt hier mal dann sozusagen in Echtzeit zu lösen. Und vielleicht noch eins vorweg, ich hoffe, dass die Verbindung hier nicht abreißt. Ich habe gerade so ein bisschen Stress hier mit Unity Media. Die kicken mich öfters mal raus, warum weiß ich auch nicht. Aber falls es passiert, bitte nicht verzagen. Ich muss mich dann nur einfach nochmal neu einwählen. Und ich denke, der Andreas kriegt es ja dann auch mit und muss dann kurz die Pause überbrücken, falls dem so sein sollte. Bitte nicht wundern, ich bin da nicht Kein Problem. weggelaufen, sondern es ist nur Verbindungsstress. So, ich habe ja beim letzten Mal habe ich ja so die Grundstruktur erklärt, also wie der Ablauf ist. Das würde ich auch ganz kurz nochmal wiederholen, weil es ja auch einfach essentiell wichtig ist, dass man das einmal verstanden hat, wie das Prinzip aussieht. Also generell, ich bin hier jetzt nochmal, ich habe hier ein Template geöffnet, das ist das Blank MQ4, das ist dabei. Und einfach so als Ausgangsbasis, wenn man selber etwas entwickeln möchte. Und auch die anderen Geschichten sind ja hier auch alle dabei im Ordner Samples, wie man hier sieht, zum Beispiel Candle ATR. Einfach ein Ausbruch aus der ATR-Range oder halt eben auch hier Crossing MA, also für sich kreuzende Moving Averages und so weiter und so fort. Und ich denke, das ist halt immer eine ganz gute Orientierung, um da halt auch mal reinzukommen. Aber nochmal,
erstmal zur Struktur. Es sieht immer so aus, der Stereo-Trader muss natürlich geladen sein. Und muss ich mal hier rüber switchen. So, das heißt, den habe ich jetzt hier zum Beispiel im DAO geladen. Der ist jetzt erstmal hier leer. Und das heißt, und damit kann ich halt auch dann, wenn ich jetzt so ein, jetzt als Beispiel hier irgendwas reinziehe von den Beispielen, und dann wird es entsprechend ja unten immer angezeigt. Und wenn ich mir ein bisschen hochscrollen, zum Beispiel hier das Candle ATR, sobald dann halt was drin ist, habe ich dann unten entsprechend das Panel und weiß dann, alles klar, der Automat oder die Indikation oder was auch immer ist geladen. Ja, und das heißt, grundsätzlich ist es immer so, der Stereo-Trader ist der Host, also der Gastgeber sozusagen, und das unten sind die Gäste oder die Clients, und die erscheinen dann halt meistens, nicht zwingend, aber meistens im Indikatorfenster. Sieht man hier unten, das ist abgegrenzt. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch einen zweiten dazu geben, und dann wäre einfach nur ein zweites Fenster hier belegt, beziehungsweise in dem Fall sogar nicht, sondern das ist das Beispiel so gemacht, dass man es eben halt auch direkt im Chart anzeigen kann. Das hat einen anderen Hintergrund, nämlich einfach der, wenn man zum Beispiel halt die klassische Indikation verwendet, wo man zum Beispiel, wie jetzt ein Moving Average, ja, der jetzt halt hier zum Beispiel Linien malen würde im Hauptchart, und dann kann das nicht in einem Indikatorfenster stattfinden, sondern muss im Hauptfenster. Aber das nur als Erklärung am Rande. Ich will da jetzt nicht zu weit vorgreifen, das werden wir ein andermal machen. Und aber grundsätzlich findet man die entsprechend dann natürlich auch alle hier bei Indicators List oder Indikatorenliste. Und sobald ich die hier rauswerfe, sind die entsprechend, wie man sieht, auch unten verschwunden, wenn man alles richtig gemacht hat. Also vom Grunde her ist es so, es findet immer ein Austausch statt zwischen dem Stereo-Trader und dem Indikator oder Roboter oder was auch immer man da hat. Von der Definition ist beides das gleich. Also nochmal, es ist immer aus Sicht vom MetaTrader ein Indikator, und der wiederum kommuniziert mit dem Stereo-Trader. Das heißt, der Stereo-Trader stellt die Daten bereit, die man im Indikator abrufen kann. Das kann alles Mögliche sein, das kann Uhrzeit sein, das können Farben sein, das kann irgendwie sein, was an Stop-Loss eingestellt ist, kann der aktuelle Profit sein. Also grundsätzlich, die Struktur an Daten, die ist ziemlich gewaltig, was da zur Verfügung steht und was auch mit jedem Tick teilweise aktualisiert wird. Ja? Also ob jetzt zum Beispiel hier jetzt Stop-Loss ausgewählt ist, kann man tatsächlich abfragen, wird aber nicht mit jedem Tick aktualisiert, sondern immer nur dann, wenn sich hier was geändert hat. Nur mal zum Beispiel. Also das heißt, der Austausch ist dann permanent da, findet im Hintergrund statt und kriegt man nicht wirklich mit, ist aber da. Also grundsätzlich kann ich aber sagen, die Daten sind da, wenn sie gebraucht werden. Wenn man natürlich im Trade ist, also hat zum Beispiel einen Roboter programmiert, der jetzt als Beispiel auf jeden Tick reagiert, der bekommt natürlich auch jeden Tick neue Daten, ganz klar. Und wenn man aber halt einen Automaten hat, der nur mit fertigen Kerzen arbeitet, in welchem Timeframe auch immer, der bekommt die neuen Daten dann logischerweise dann, wenn eine neue Kerze da ist. Also es wird halt natürlich immer so gering wie möglich gehalten vom Aufwand her, also vom Datenaustausch, weil es ja natürlich auch zu Lasten der Performance geht. Und wer halt mal das ein oder andere Add-on ausprobiert hat, der wird auch gemerkt haben, das kann schon Performance fressen, je nachdem, was es ist. Ganz klar, weil er wird natürlich auch im Hintergrund einiges gerechnet. Aber dazu gibt es auch was Neues in dem neuen Bild, auch im Zuge mit der MetaTrader 5 Version. Da sage ich gleich noch was dazu und werde es auch gleich mal demonstrieren, was es damit auf sich hat. So, also nochmal zur Grundstruktur. Stereo-Trader ist der Host, stellt die Daten zur Verfügung. Alles, was man an Automation oder Indikation programmiert, ist per se erstmal Indikator und tauscht Daten mit dem Stereo-Trader aus. Um jetzt hier mal auf das Blank zurückzukommen, also hier ist zum Beispiel, habe ich einfach geöffnet hier aus dem Bereich Samples, hier das Blank. Von der Logik ist es so, wenn der, ich nenne es jetzt mal SEA, steht kurzerhand einfach nur für Stereo-Trader Expert Advisor, passiert immer in folgenden Schritten. Wenn der geladen wird und dann wird als erstes SEA init aufgerufen. Ja, das sind alles vordefinierte Funktionen. Das heißt, hier kann ich alles einstellen, was beim Starten benötigt wird. Also hier sind ja auch ein paar Sachen, sind ja auch hier schon beschrieben. Zum Beispiel kann ich sagen, hier mit set indicate true oder false. Also das heißt, brauche ich eine Indikation, Indikationslauf, ja oder nein, also eine reine Berechnung. Set evaluate, handelt das Ding? Dann ja, ansonsten kann man das weglassen, weil das spart im Endeffekt dann alles nur Zeit nachher, also Rechenzeit sozusagen.
Dann kann ich hier jetzt auch einstellen, das ist jetzt neu zum Beispiel, ich kann zum Beispiel sagen, set days to process, also ich kann die Zeit einschränken, weil man braucht ja zum Beispiel für einen Roboter, brauche ich ja nicht irgendwie eine rückwirkende Betrachtung, normalerweise von etlichen 100 Tagen. Da kann ich hier zum Beispiel sagen, naja gut, wenn das jetzt eine Geschichte ist, wie zum Beispiel Open Range, wo ich vielleicht mir noch irgendwie die Daten von den letzten 5 Tagen angucken will, dann kann ich hier einfach einstellen, 5. So, und dann kriege ich halt nicht 57, sondern 5. Und sobald hier das Kommentarzeichen weg ist, ist es auch aktiviert und dann würden auch nur noch die letzten 5 Tage zum Beispiel berechnet werden. Also das ist schon mal eine Möglichkeit, wie man das drastisch beschleunigen kann. Dann hier Set Max Instances, das ist auch neu. Heißt zum Beispiel, ich kann jetzt hier vorgeben, dass ich zum Beispiel diesen Indikator oder Roboter nur einmal laden darf. Ja? Und dann wird es halt entsprechend kontrolliert und dann passiert es auch nicht, dass es mehrfach geladen ist. Den Timer kann ich jetzt neuerdings auch einstellen. Das war vorher immer fest vorgegeben. Das heißt, ich habe hier ein Timer-Event, was ausgelöst wird, kann ich mir hier auch einstellen, so wie es braucht. Und hier zum Beispiel so eine Geschichte wie Set Every Tick. Die würde bedeuten, sobald das hier nicht mehr auskommentiert ist, sondern so da steht, würde meine Berechnung auf jeden Tick basieren. Das heißt, jeden Tick wird die Schleife durchlaufen. Wenn das ausgeklammert ist und dann halt immer nur mit jeder fertigen Kerze. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier alle durchgehen muss. Also das ist ja auch in der Dokumentation beschrieben. Da war ja halt auch gerade noch die Frage, gibt es die Befehle, eine Erklärung auf Deutsch? Leider momentan nicht. Wird aber sicherlich auch noch irgendwann kommen. Und der Grund ist einfach der, der Anwenderkreis ist natürlich wesentlich größer als der Programmiererkreis. Und was als erstes kommen wird, ist deswegen das normale Handbuch eben für die Anwendung und für die Programmierung dann eher im zweiten Schritt. Hängt aber auch so ein bisschen damit zusammen, weil ja momentan auch gerade die MetaTrader 5 Version fertig wird. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, wenn man auf diese Art und Weise, also mit der Schnittstelle vom StereoTrader, Indikatoren oder Roboter oder was auch immer programmiert, die sind 1:1 übertragbar auf den MetaTrader 5. Also muss keine einzige Änderung vornehmen, das ist reines Copy and Paste in den MetaTrader 5 und dann ist die Sache erledigt. Das heißt, die Probleme, von denen man ja halt irgendwie, wer sich damit befasst, jetzt zum Beispiel mit dem MQL-Forum, die Leute dort haben, ja, dass sie vorher auf MetaTrader 4 programmiert haben und jetzt auf MetaTrader 5 gehen, die kommen halt alle nicht klar und das Problem hat man hier einfach nicht. Also sobald man halt hier drin programmiert, hat man halt einen Roboter und einen Indikator, der sowohl im MetaTrader 4 als auch im MetaTrader 5 läuft und soweit ich das bisher beurteilen kann, auch ohne jeglichen Einschränkungen. Also es geht wirklich 1:1 per Copy and Paste. Jetzt bin ich so ein bisschen abgekommen gerade. Genau, und das hängt damit natürlich auch zusammen. Das heißt, die Schnittstelle ist momentan auch so ein bisschen im Umbau noch. Und das findet aber eigentlich alles eher so unter der Haube, statt. Das heißt, nach außen bekommt man das gar nicht so mit. Aber solange das nicht abgeschlossen ist, ist natürlich auch das Handbuch nicht abgeschlossen. Aber wenn das mal durch ist, ja, und dann versprochen, werde ich mich da schon in Kürze auch mal hinsetzen und das auch mal eindeutschen. Weil das ist ja hauptsächlich Referenz und das dauert ja auch nicht so ewig, ja, sowas zu formulieren. Das Handbuch übrigens, wenn man die StereoTrader API installiert, so heißt ja das Add-on, das ist ja auf der Homepage drauf, ist ja dort beschrieben als StereoTrader API. Das Handbuch findet man nach der Installation auf dem Desktop und ist auch recht aktuell. Ich glaube, dieses Release ist noch nicht komplett drin, aber es ist auch jetzt nicht so wahnsinnig viel, was dazugekommen ist. Das waren jetzt vom Prinzip her die 3-4 Sachen hier oben. Die habe ich ja gerade erklärt und der Rest ist auf jeden Fall dort beschrieben. So, also das sind halt Sachen, die kann ich hier zum Beispiel in SEA Init, also nochmal, wenn das Ding geladen wird, wird ein einziges Mal SEA Init aufgerufen. Hier nehme ich meine Einstellungen vor. Hier kann ich zum Beispiel auch Variablen initialisieren oder auch zum Beispiel das Panel definieren. Ja, das hat man ja unten gesehen. Sobald SEA geladen ist, kriege ich ein Panel und was da reinkommt und so weiter, das kann ich alles hier entsprechend mit angeben. Ich werde auch gleich mal zeigen, wie das funktioniert, wie man das anspricht, damit man mal ein Beispiel hat. Aber gehe jetzt erstmal die Reihe nochmal von oben nach unten durch. Dann haben wir hier konsequenterweise eine andere Funktion, deinit, ganz klar, also wenn
das Ding entladen wird bzw. beendet wird und dann wird die D-Init aufgerufen. Und wie man sieht, man muss hier nichts reinschreiben, ja, man kann es nur. Wenn man es also braucht, wenn man zum Beispiel irgendwas Eigenes mit einem eigenen Befehlssatz oder was auch immer gezeichnet hat, Dateien geöffnet hat oder was auch immer, dann kann man das alles hier machen. Aber grundsätzlich, solange man die Zeichenfunktion von der Schnittstelle, also von der API, beziehungsweise ist ja eigentlich mehr ein Framework, wenn man das davon benutzt, das wird alles automatisch gelöscht. Also darum muss man sich auch keine Gedanken machen. Das heißt, wenn ich hier Linien zeichne und dann sind die nachher auch automatisch weg, wenn das Ding entladen wird. SEA Indicate, das heißt, das hier ist die reine Kalkulation. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas anzeigen möchte, mal angenommen, ich möchte eine Linie zeichnen zu einer bestimmten Uhrzeit oder ein Cluster, das zum Beispiel halt zeitabhängig ist oder egal, also alles, was generell nur vorberechnet wird oder nur gezeichnet wird, das sollte alles in die SEA Indicate reinkommen. Und hier kann man allerdings keine Handelsbefehle schicken, also ich kann hier drin nicht sagen, kaufe oder verkaufe, das wird schlichtweg ignoriert, das funktioniert hier drin nicht, das ist nur rein für die Indikationen, das ist halt getrennt von Evaluate, Evaluate heißt, hier kann ich sagen, kaufe oder verkaufe oder wie auch immer. Und von der Reihenfolge werden die also hintereinander aufgerufen, das heißt, es kommt immer zuerst die SEA Indicate, dort kann ich was berechnen und dann auch immer für den gleichen Tick bzw. für die gleiche Kerze kommt direkt im Anschluss Evaluate. Das heißt, ich kann hier vorher berechnen, kann da auch irgendwelche Variablen zum Beispiel dann bestimmen und kann mich auch darauf verlassen, dass ich in SEA Evaluate darauf zugreifen kann. Ja, das heißt also, hier wird berechnet, da wird ausgeführt. Ich zeige dazu auch mal ein kurzes Beispiel. Das ist nämlich jetzt hier auch aktualisiert in der aktuellen Version. Zum Beispiel hier die Range Breakout, wie das hier zum Beispiel aussieht. Dort habe ich, muss ich hier mal kurz ein bisschen zurechtsuchen, SEA Indicate, ja, also hier wird zum Beispiel geguckt, so, habe ich einen neuen Tag, gut, dann setze ich schon mal eine Variable, die Range ist noch nicht definiert, zum Beispiel hier auf False. So, und dann gucke ich hier, Endzeit erreicht, wenn ja, und so weiter und so fort, zeichne mir hier erstmal meine Range und dann raus. So, weiter passiert dann nichts. Und in SEA Evaluate. Dort gucke ich dann, alles klar, zum Beispiel hier ist die Range gezeichnet, wenn nicht, dann weg. Und ansonsten kann ich hier auf die Range, auf die Daten zugreifen, die ich vorher halt schon definiert habe. Zum Beispiel, hier gibt es dann solche Variablen, Range Height, das ist nur ein Beispiel, ja, man muss das jetzt hier nicht genau verinnerlichen, aber nur zum Beispiel, wie es gemacht wird. Hier bei der Indikation wird zum Beispiel Range Low und Range High wird entsprechend schon bestimmt, ja, und die Variablen sind entsprechend hier oben definiert, da wo sie hingehören und damit halt eben auch für die anderen Funktionen zugänglich. Das heißt, hier setze ich die Variablen bei Indicate, zeichne mein Cluster hier zum Beispiel und hier greife ich auf die Variablen zu. So wäre es also sauber, ja, und hat das halt komplett getrennt und der Effekt davon ist ganz einfach der, wenn ich mir zum Beispiel den Range Breakout jetzt hier reinziehe in den Chart und mal gucken, das kann jetzt sein, dass der noch gar nicht aktualisiert war. Moment, ich nehme mal den anderen. Welcher war das gerade? Doch, der M, ich versuche mal den O. Das ist natürlich jetzt der Vorführeffekt wahrscheinlich. Weil der hier nichts anzeigt, weil der normale, doch, da ist es doch. Hier sieht man es. So, ich mache das mal kurz aus hier. Das heißt, hier wird zum Beispiel dann gezeichnet, ja, obwohl der Roboter noch gar nicht an ist. Ja. Das heißt, das habe ich damit zum Beispiel sichergestellt, das passiert alles während der Indicate-Funktion. Ja, also hier kann ich dann halt schon mal zeichnen. Der sucht jetzt zum Beispiel hier nach der Open Range von 9 bis 10 Uhr. Damit man es ein bisschen besser sieht, mache ich jetzt einfach mal größer. Das heißt, der zeichnet schon mal. Und das heißt, in dem Fall, solange das hier alles ausgeschaltet ist, ja, also Auto-Trading ist aus, ja, ist komplett aus, kann der aber trotzdem zeichnen. Ja, und das passiert eben halt in dieser Indicate, weil die wird immer aufgerufen bei jedem Durchlauf, aber die Evaluate nur,
wenn Auto-Trading eingeschaltet ist. Ja? Und macht das Ganze ein bisschen einfacher, auch ein bisschen komfortabler, weil so muss ich nicht erst Auto-Trading einschalten, um zum Beispiel die Range halt zu sehen. So, nochmal zurück. Also das ist der Grund, warum die beiden Sachen voneinander getrennt sind. Und das war schon immer so. Ich habe es jetzt nur in verschiedenen Beispielen, wie hier jetzt, habe ich das entsprechend mal auf den neuesten Stand gebracht und auch mal genauso konsequent gehalten, wie es sein soll. Dann haben wir hier noch weitere Funktionen, zum Beispiel SEA Reset. Ja, wird immer aufgerufen, sobald man zum Beispiel im Panel, also hier unten dieses Panel, wenn da jetzt zum Beispiel was geändert wird, dann wird SEA Reset aufgerufen, allerdings nachdem SEA User aufgerufen wurde. SEA User heißt, der Benutzer hat irgendwas gemacht. Das heißt, es kann sein, dass der hier irgendwie eine andere Positionsgröße eingestellt hat. Es kann sein, dass der Stop-Loss aktiviert hat, die Zeit umgestellt hat, die Farben geändert hat oder was auch immer. Oder eben hier im Panel irgendwas gemacht hat. Also sobald der Benutzer irgendwas vorgenommen hat, irgendeine Änderung, völlig egal was, dann wird SEA User aufgerufen. Und die muss auch einen Wert zurückgeben, das heißt, die Funktion muss da sein. Return True heißt in dem Fall, ja, es muss neu berechnet werden. So, wenn ich aber jetzt weiß, okay, der hat hier nur einen Knopf gedrückt, der interessiert mich gerade gar nicht, dann gebe ich hier False zurück und dann wird auch nicht neu berechnet. Ja, so kann man vermeiden, dass zum Beispiel halt, wenn ich jetzt ein Panel habe, wo ich viele Sachen eingebe, die ich vielleicht gar nicht brauche für die Indikation, ja, und dann kann ich einfach vermeiden, dass das dauernd neu berechnet wird. Und das kann man entsprechend dann damit machen. Also das ist SEA User. Und SEA Reset wird immer aufgerufen, wenn resettet wird. Das kann ja mehrere Gründe haben. Zum Beispiel nach der Init wird resettet, nach Benutzereingaben wird resettet. Oder halt eben auch, wenn andere Ereignisse eintreten, die das Reset notwendig machen, immer dann wird SEA Reset aufgerufen. Ja. Kann man benutzen. Muss man nicht benutzen. In den meisten Fällen braucht man es nicht, aber es ist da. Dann haben wir noch SEA Chart Event, das heißt also immer dann, wenn irgendwas, zum Beispiel ein Knopf wurde gedrückt, irgendwas wurde eingegeben und so weiter und so fort, gibt es zusätzlich nochmal SEA Chart Event. Taucht auch auf, zum Beispiel wenn der Chart von der Größe verändert wurde, also alles, was halt irgendwie im Chart passiert, oder auch wenn zum Beispiel jemand eine Linie gezeichnet hat. Ja, die jetzt mit dem Indikator nichts zu tun hat, gibt es auch ein SEA-Chart-Event. Dann könnte ich zum Beispiel hingehen und könnte abfangen, also die Linie abfangen, die er da gemalt hat und könnte mit der irgendwas anstellen. Also nur mal zum Beispiel. Ja. Und das werden wir alles im Laufe der Zeit auch mal durchgehen, auch mal mit Beispielen belegen, weil damit kann man natürlich schon was anfangen, weil man könnte zum Beispiel, es kam ja mal die Frage zu Alarmfunktionen, ich könnte hier relativ einfach einen eigenen Alarmindikator bauen, indem ich hier einfach gucke, oh, da hat jemand eine Linie gemalt und die hat auch einen Namen, der mir gefällt. Also zum Beispiel, der nennt die dann Alarmlinie. Ich gucke hier, das Ding heißt Alarmlinie, alles klar. Merke ich mir, trage ich mir eine Liste ein, sobald der Kurs da ist, schlage ich Alarm. Könnte man zum Beispiel damit machen. Ja, nur mal als ein Beispiel. Dann die SEA Timer, die wird aufgerufen, wann auch immer der Timer ausgeführt wird. Das war hier oben, also wenn ich hier zum Beispiel angebe, Set Timer 333, das heißt, ich habe hier dann alle 333 Millisekunden, kommt quasi halt der Codezeiger hierher. Und so kann ich dann alle 333 Millisekunden oder was auch immer ich da eingestellt habe, kann ich da irgendeine Aktion vornehmen. Und zum Schluss Declare SEA End, das heißt, hier ist die Geschichte vorbei. Und innerhalb dessen muss es sich immer bewegen. Sobald ich hier irgendwas außerhalb mache, wird es garantiert einen Fehler geben. Weil das ja hier ist ja objektorientiert, das heißt, jetzt auch ohne das zu weit auszuschweifen, das muss man gar nicht an der Stelle, wir befinden uns in einer Klasse. Ja? Und diejenigen, die den objektorientiertes Programmieren was sagt, die können damit was anfangen, der Rest kann ich nur sagen, muss man jetzt nicht unbedingt an der Stelle verstehen, sondern solange man die Struktur hier einhält, ist alles fein. Also hier oben gibt es irgendwo einen Beginn und ganz am Ende eben die Enddeklaration und alles dazwischen ist erstmal richtig und gehört dazu. Und hier gehören zum Beispiel auch genauso Variablen hin, ja, die gehören in diesen Block und damit kann ich dann halt
von den Funktionen untereinander auf die Variablen zugreifen. Und genauso hier zum Beispiel die Objekte, wie zum Beispiel halt hier jetzt der Button oder halt die Nummerneingabe. So, und um jetzt einfach auch mal ein Beispiel hier zu machen, ich bleibe mal bei dem Thema Indikation. Hier oben den Init-Block ignoriere ich jetzt erstmal. Set Evaluate False, das lassen wir mal so stehen, weil rechnen soll das Ding ja nichts. Jetzt nur hier, um mal ein Beispiel zu machen. Mal angenommen, ich will jetzt, das war ein Beispiel vom Matthias, ich weiß jetzt gar nicht, ob der hier dabei ist. Der hat heute gefragt, ja, wie kann ich dann irgendwie da und da eine Linie zeichnen? Also zum Beispiel, ich glaube, da ging es um Future Open oder Kassa Open. So zum Beispiel, als um danach halt auch einen Trade auszuführen. Wie ich vorhin gesagt habe, also alles, was Indikation angeht, findet bei Indicate statt. Das heißt, hier kann ich jetzt zum Beispiel ganz einfach fragen, ja, von der Logik, das hatte ich im letzten Webinar erklärt, da darf man auch gerne nochmal reingucken, es ist so, wir bewegen uns immer von links nach rechts. Ja? Und das heißt, wenn wir zum Beispiel, wenn wir hier bei der Kerze angekommen sind, und da muss ich mir keine Gedanken machen, wo diese Kerze sich befindet, sondern ich bin einfach hier. Das ist dann meine aktuelle Kerze. Mich interessiert überhaupt nicht, wie viel da noch kommt oder wie viel da hinten ist, sondern ich gehe immer von links nach rechts, bin ich immer absolut zum richtigen Zeitpunkt unterwegs. Und wenn ich zum Beispiel dann halt sage, wie viel Uhr ist es jetzt? Jetzt ist immer da, wo dieser, in Anführungszeichen, Zeiger gerade ist. Und das heißt, ich muss mir nicht, wie es im MetaTrader in der normalen Programmierung üblich ist, da irgendwo zurechtrechnen, wie viele Kerzen habe ich hier rechts, wie viel habe ich links, was ist das für ein Index von den ganzen Kerzen. Das kann man alles komplett ignorieren, das ist wesentlich einfacher, sondern ich frage einfach nur, wie viel Uhr es ist. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hätte gerne um 9 Uhr eine Linie und die irgendwie, keine Ahnung, bis in die Unendlichkeit reichen soll. Nur mal als Beispiel. Dann frage ich hier ganz einfach, if hour, ja, also Stunde, aktuelle Stunde ist 9 und minute ist 0 und dann, mehr muss ich gar nicht wissen, und dann kann ich sagen hier draw line, ja, also wie man hier sieht, sobald man hier irgendwas eingibt, also alles was mit draw anfängt, ist auch mit Absicht so gemacht, alles was man zeichnen kann, fängt mit draw an und hier sieht man ja auch alles, was man was da zum Beispiel zur Verfügung steht. Das heißt, ich kann hier mit einer einzigen Zeile, kann ich dann halt entsprechend Trendlinien malen oder Cluster oder was auch immer und muss da nicht irgendwie 1000 Befehle aufrufen, sondern macht das alles mit einer einzigen Zeile. Also sage ich hier zum Beispiel Draw Line. So, und hier steht ja auch schon drin, was er von mir wissen will, an Angaben für die Linie. Das ist zum Beispiel meine 9 Uhr Linie. So, so nenne ich das Ding. Das wird dann auch angezeigt. Jetzt will er wissen, wo fängt die Linie an? Ja, an meinem aktuellen Kurs. Der heißt einfach Price. Also das sind immer hier die Variablen, ja, die sich hier, die mit einem Unterstrich beginnen. Die beziehen sich immer auf die aktuelle Stelle und das sind halt Variablen, die werden entsprechend von dem Framework auch gefüllt. Ja, also deswegen, da gibt es ja auch eine Übersicht. Hier ist auch auf jeden Fall ein Manual drin und die sind dort auch alle erklärt. Also deswegen, Price ist einfach mein aktueller Kurs. Nicht mehr und nicht weniger. Logischerweise ist es der Eröffnungskurs von der aktuellen Kerze, weil die ist ja noch nicht fertig, die wird an der Stelle erst angefangen. Also um 9 Uhr habe ich noch keine Kerze, dort habe ich nur einen Kurs. Das war es, ein Eröffnungskurs. So, also hier Price, dann kann ich zum Beispiel ja Farbe, machen wir blau. So. Wo soll die beginnen? Ja, da wo ich bin. Also Time. Und dann kann ich auch noch sagen hier Time End, weil es ist ja einfach nur, es ist ja keine Trendlinie, sondern es ist eine gerade Linie. Da kann ich noch sagen, wie lang das Ding geht. Und da gibt's, kann ich jetzt hier natürlich eine Endzeit angeben. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich sage, die soll genau 8 Stunden sein. Ja, dann müsste ich an der Stelle Time, das ist eine Sekundenvariable. Das heißt, ich müsste hier dann sagen, plus irgendwie 8 mal 60, mal 60. So, dann wäre das Ding 60 Sekunden mal 60, das wäre entsprechend eine Stunde, 8 Stunden, da wäre das Ding genauso lang. Hoffe ich, das stimmt jetzt. Dann kann ich hier noch Linienstärke angeben, ist voreingestellt mit 1, wie man sieht. Ich kann die Linie gestrichelt, was auch immer machen und kann der auch noch
eine Beschreibung dranhängen über Tooltip. Aber ich lasse es jetzt erstmal so. Und das heißt, das sollte es eigentlich an der Stelle schon gewesen sein. Und wenn ich jetzt kompiliere und unten mal gucken, dass keine Fehler da sind, muss man leider in MC4 runterscrollen. So eine kleine Schikane hat man da neuerdings eingebaut. Bei einem MT5 ist es natürlich nicht so. Das sind so die kleinen Spielchen, die da momentan stattfinden. Aber deswegen immer gucken, ob hier irgendein Fehler ist. Wenn ja, dann muss man dem natürlich nachgehen, weil dann wird man das Ding mit Fehlermeldung nicht finden. So, und wenn ich jetzt hierher gehe und ich mache den jetzt erstmal raus und dann hier auf meinen Test, wo ist er? Den habe ich in den Samples nämlich gerade gespeichert. Da ist er. So, sobald ich den hier drauf ziehe, habe ich jetzt hier meine neue Uhrlinie. Ganz einfach. Und das heißt, ich kann jetzt auch hier gucken, ob da auch wirklich 9 Uhr war. Es wird natürlich unten 10 Uhr angezeigt, logisch, weil das ist natürlich auch der Riesenvorteil von der Schnittstelle. Die Zeiten sind schon korrigiert. Ja, ich muss mir nicht Gedanken darüber machen, bei welchem Broker ich bin, was der für eine Zeiteinstellung hat. Das sind alles Sachen, die kommen ja schon vom StereoTrader, die sind ja hier eingestellt im Setup. Hier kann ich ja zum Beispiel sagen, wie mein Broker zeitlich aufgestellt ist, also hier Sommerzeit und so weiter und so fort, mache ich mir keine Gedanken drum. Ich weiß, wenn ich das im StereoTrader eingestellt habe, dann ist hier auch 9 Uhr. So. Und entsprechend steht jetzt hier 10 Uhr, weil wir hier eine Verschiebung haben von einer Stunde. Das heißt, auch das sind Sachen, muss ich mir keine Gedanken drüber machen. Und wie man sieht, die Linie fängt um 9 Uhr an. Sie hat auch hier den Titel 9 Uhr Linie. Weiß ich jetzt nicht, ob man das lesen kann, weil es natürlich sehr klein. Und sie dauert genau 8 Stunden, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe. Endet entsprechend um 18 Uhr, also um 17 Uhr natürlich, ne, die Zeitverschiebung. Das heißt, da fängt sie an, plus 8 Stunden, here we go. So, mehr muss ich nicht machen. So einfach macht man zum Beispiel eine Indikation mit einer bestimmten Zeit, also um bestimmte Zeit darzustellen. Genauso einfach funktioniert natürlich auch das Ding mit der Open Range, ja, also nur der rechnet halt umgekehrt, der guckt dann, wo ist meine Open Range vorbei und guckt dann rückwärts, wo ist es hoch und wo ist es tief und so weiter und so fort und stellt dann entsprechend die Open Range dar. Aber letzten Endes ganz genauso, ja. Und wie man sieht, wir können es hier kleiner machen, sind ja auch alle da, jetzt ohne zeitliche Einschränkungen, ja, sondern geht es halt komplett im ganzen Chart durch. So, ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, ob der Matthias ist, so wie ich das sehe, ist er leider gar nicht da, aber da wird er die Aufzeichnung sehen und das beantwortet zumindest schon mal so eine einfache Geschichte. Und jetzt könnte ich natürlich, ist das soweit verstanden? Also hier kommen irgendwie gar keine Fragen. Ich glaube, hat irgendwie jeder alles verstanden oder sind alle eingeschlafen. Aber ich denke mal, es ist ja eigentlich auch relativ einfach. Also so viel muss man auch gar nicht dazu erklären. Auf jeden Fall, wer das mal im MetaTrader versucht hat, der weiß, wie viel Zeilen Code man dafür braucht, um sowas hinzuzaubern. Das ist halt überhaupt gar kein Vergleich. Und wie man auch sieht, ja, von der Logik, sehen wir uns ein paar Mal klicken. Von der Logik, ja, ich muss nicht gucken, wo bin ich gerade. Ich gucke nur, haben wir 9 Uhr? Ja, los geht's. So, ich könnte jetzt natürlich hier noch irgendwie jetzt das noch weiter einschränken, könnte jetzt noch gucken, haben wir Montag? Ja, könnte ich zum Beispiel gucken, Day of Week gleich, was ist ein Montag? Ich glaube 1, Sonntag ist glaube ich 0, Montag 1 oder umgekehrt. Versuchen wir einfach mal. So, und dann hätte ich jetzt zum Beispiel dann halt immer nur montags eine Linie. So, sobald ich kompiliere, ist ja auch, glaube ich, ganz witzig, sobald ich kompiliere, ist es auch hier direkt aktualisiert. So, und jetzt sehe ich halt auch hier, jetzt habe ich nur montags eine Linie. Das ist dann meine 9 Uhr Montagslinie. Ja, also völlig simpel eigentlich. Wenn man das mal verinnerlicht hat von der Logik, glaube ich, will man nicht mehr einen normalen MetaTrader programmieren, falls man das schon mal gemacht hat. So, jetzt schreibt mir bitte hier im Test das MySEA da unten ausblenden. Warum soll ich das denn ausblenden? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil grundsätzlich zeigt es ja an, dass es da einen SEA gibt. Ja, und das heißt, ich kann den nicht wirklich ausblenden. Beziehungsweise über Umwege geht es wahrscheinlich schon, aber per Standard ist es erstmal da.
Und es ist ja halt auch mein Bedienpanel, weil in den meisten Fällen habe ich ja auch irgendwelche Eingaben, die ich hier vornehmen kann. Ich kann natürlich auch, die MetaTrader-Programmierer werden das wissen, ich kann natürlich auch über den Bereich hier noch Eingaben vornehmen. Da ist jetzt nur gerade gar nichts drin. Das heißt, ich könnte hier auch irgendwelche Eingabevariablen hier noch zusätzlich definieren. Und also hier, weil es für einen reinen Indikator nicht gebraucht wird. Ja gut, das ist, würde ich so pauschal jetzt nicht sagen. Also ein Indikator, ich gebe ja auch bei einem Moving Average, gebe ich ja auch an, ist ein 20er, ein 100er, 200er. Und so kann ich hier unten einfach in dem Panel, könnte ich ja schreiben, irgendwie 100, 220 oder wie auch immer. Und kann es dann sofort on the fly dann ändern und muss nicht erst über ein Menü gehen. Und man könnte es wahrscheinlich, muss ich mir mal Gedanken zu machen, ausblenden. Per Standard ist es jetzt erstmal nicht vorgesehen, dass man es ausblenden kann. Ich bin eigentlich ganz froh, dass das Ding da ist und die Interaktion damit so wunderbar funktioniert. Weil das hat ja auch den Vorteil. Das Problem ist ja immer, wenn man Indikatoren hat, ja, wie zum Beispiel, ich nehme mal den hier, der hier dabei ist, der, wo ist er? Der SDGI. So. Wenn ich den zum Beispiel habe, ja, der kann ja Open Range, der kann Zonen, der kann Kurse, der kann Fibos, der kann alles Mögliche. Ja, und wenn das alles angeschaltet ist, und dann sieht es so aus. Das braucht kein Mensch. Und so kann ich mir natürlich halt auch das Bild entsprechend aufräumen. Und geht auch so ein bisschen analog zu dem, was im StereoTrader passiert, nämlich dass ich ja auch alles per Mausklick ein- und ausschalten kann, damit mein Bild aufgeräumt bleibt. Aber wenn das unbedingt jemand braucht, also da ein aktuelles Projekt hat, wo er sagt, ah, ich muss das unbedingt loswerden, dann bitte mir eine E-Mail schicken und dann muss ich selber mal rausfinden, was man dazu tun muss, damit der auszublenden ist. Ist auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie ein Standardbefehl vorgesehen. Funktioniert aber grundsätzlich. So, jetzt habe ich hier, wer aufgepasst hat, der hat etwas bemerkt, als ich hier unten geklickt habe. Ich komme gleich nochmal auf das Beispiel zurück. Wenn ich hier klicke, ja, sieht man, das passiert alles so ein bisschen zeitversetzt. Und das ist jetzt übrigens neu in der aktuellen Version. Das heißt, der berechnet alles asynchron. Asynchron heißt, er berechnet es dann, wenn irgendwie gerade Zeit dafür ist, wenn sonst nichts zu tun ist. Also wenn ich nicht gerade am Klicken bin, am Handeln bin, den Chart am Hin- und Her-Scrollen bin, dann nimmt es sich die Zeit und stellt die Indikation dar. Ich mache das mal ein bisschen kleiner, dann sieht man es ein bisschen besser, was es damit auf sich hat. Mal gucken, ob der Vorführeffekt jetzt gelingt. Das heißt, naja, es geht doch noch immer zu schnell. Das heißt, das wird halt nicht unbedingt sofort angezeigt, wenn ich hier draufklicke, sondern hier sieht man es jetzt. Sondern kommt dann von links nach rechts dann halt reingewandert. Ja? Und das kann halt, ist halt nützlich, wenn zum Beispiel haufenweise Daten zu berechnen sind. Ja, hier sieht man es ja jetzt ganz deutlich. Da ist viel zu berechnen und das wird dann gemacht, wenn gerade sonst nichts ansteht. Und das war vorher nicht so. Vorher war das halt immer alles in einem Rutsch. Und das führt natürlich dazu, dass erstmal alles hängt, bis dann alles dargestellt ist. Und das ist jetzt eben nicht mehr so. Das heißt, wenn ich hier irgendwas klicke, kann ich auch gleichzeitig noch hier irgendwie in der Gegend rumklicken und das passiert dann halt im Hintergrund. Und finde ich halt wichtig, deswegen, weil natürlich, wenn man an der Indikation was verändert und man hat irgendwie gerade eine Trade-Bearbeitung, dann kann das schon mal sehr störend sein. Und deswegen ist die Geschichte jetzt drin, also mit dieser Asynchronität. Da muss man auch nicht weiter drüber nachdenken, aber es kam von dem einen oder anderen User eben halt auch die Bemerkung, dass es so viel Ressourcen frisst. Das kann natürlich sein, wenn man eine komplexe Berechnung hat, wie zum Beispiel das Market Profile, das ist ja übrigens auch mit dieser Schnittstelle entwickelt und das ist schon recht komplex und fragt eben Datenbanken ab und so weiter und so fort. Und damit da eben nichts zum Erliegen kommt, passiert das eben im Hintergrund. Und das ist der Grund dafür. So, machen wir das nochmal weg. So, also hier nochmal zum Beispiel. Ja, also meine neuen Uhrlinie montags. Ein kurzer Schlenker jetzt gemacht. Kommen wir nochmal zurück zum Beispiel. Jetzt könnte ich außerdem, um auch mal auf das Panel nochmal zurückzukommen,
Also hier frage ich ja, haben wir 9 Uhr, also Stunde 9, Minute 0 und außerdem der Tag? Wenn ja, dann mal mir meine Linie. Und damit komme ich mal auf das Panel, wie man das zum Beispiel einsetzen kann. Also ist das soweit verstanden? Ich glaube, da gibt es ja nicht so viel zu sagen. Ja? Also das ist ja relativ einfach verständlich und ich glaube vom Code auch lesbar, was mir persönlich eben auch wichtig war, damit man eben auch ganz schnell mal was machen kann, ohne da halt stundenlang irgendwas zu programmieren und dann auch schnell eben mal Sachen ausprobieren kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Panel benutzen möchte, ja, es ist ja hier per Standard ist es ja erstmal mit drin und hat jetzt, wie man ja sieht, hier erstmal zwei Dummies, also einmal ein Button und ein Eingabefeld, nur mal als Beispiel. Und wenn ich die jetzt zum Beispiel hier auskommentiere, die beiden Zeilen, und dann nochmal kompiliere, und dann werden die schlichtweg weg. So. Na komm. So, wie man hier sieht, gibt es jetzt halt keine Knöpfe mehr. Das ist also nur ein Beispiel. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte hier meine neuen Uhrlinie auf Knopfdruck einblenden, dann mache ich das zum Beispiel so. Hier oben muss dann einmal alles, was mit CS anfängt, ja, das sind solche Elemente. Das machen wir von Grund auf neu. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich brauche da einen Button, dann heißt der CS ab dem dritten Buchstaben, sieht man das. CS Button. Dann kriegt das Ding einen Namen. 9, ich kürze das jetzt ab, 9 Uhrlinie Button. Nup. So. Damit ist das Ding erstmal definiert. Ja, das heißt, es ist erstmal ein Platzhalter da, sozusagen, also ein Objekt nennt man das. Deswegen steht auch hier Objekte. Also erstmal gibt es hier ein Button-Objekt. So ist das jetzt erstmal generell im Speicher vorhanden, sonst noch nirgends. Um das anzuzeigen, beziehungsweise dem Panel zuzuordnen, mache ich dann hier einfach Panel, Add Button, muss immer dazu passen. Und das ist dann hier mein NUP, den ich hier halt gerade hatte. Und dann kann ich dir noch eine Überschrift geben, zum Beispiel zeigen oder 9 Uhr Linie. Hier ein bisschen einfallsreich mit den Abkürzungen. So, und dann kann ich hier noch einen Text angeben für ein oder aus, zum Beispiel dann halt aus oder ein. Ja, also ganz hochtrabende Begriffe. Ich kann dann auch sagen, Default Value, also das heißt, ist es per Standard ein- oder ausgeschaltet. Per Standard ist es erstmal ausgeschaltet, kann ich hier halt auch ändern, kann auch dem Ding eine andere Breite geben und so weiter. So, lassen wir das erstmal so. Und sobald ich das jetzt hier drin habe, also Panel, Add Button, dann hier mein Objekt, nup, da oben der, mit der Überschrift und die Bezeichnung, und dann ist das Ding erstmal da. Das heißt, wenn ich jetzt kompiliere und nochmal zurückgehe, ist ein bisschen tricky hier, die Hin- und Herschalterei. So, und dann habe ich jetzt hier meinen Button. NUL habe ich ihn genannt, ein und aus. Und man kann auch wunderbar schon drauf rumklicken, nur passiert halt logischerweise noch nichts. Jetzt kann ich den aber ganz einfach abfragen. So, hier wird er ja nur definiert und in das Panel hinzugefügt. Und um den abzufragen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich will aber meine 9 Uhr Linie nur, den zweiten Timer weg, nur wenn der Knopf gedrückt ist. Ganz einfach, if m nup ist checked, wird das dann halt hier heißen. Ja, jetzt kann ich aber fragen hier, ob geklickt wurde. Aber mir geht es ja nur darum, ob hier gecheckt ist, also ausgewählt ist. So, das ist erstmal brav in Klammern hier. Und nur dann wird meine neue Uhrlinie angezeigt. So, mal gucken, was funktioniert. Kam. So. Also keine Linie, weil ist ja auch nicht geklickt. Wenn ich das jetzt klicke, habe ich plötzlich meine Linie. So einfach geht das. Ja. Und um auch mal zu zeigen, was es mit dieser Funktion auf sich hat, diese User. Also das heißt, der merkt ja jetzt hier, alles klar, der Benutzer hat irgendwas gemacht und ich muss jetzt neu rechnen. So, und wie ich ja vorhin gesagt habe,
Sobald der Benutzer irgendwas klickt, wird hier die SEA User aufgerufen. Jetzt nochmal als Beispiel. Dann kann ich jetzt hier einfach mal print. Der Benutzer hat geklickt. So. Das heißt, sobald ich jetzt hier auf den Knopf drücke, das auch mal zu zeigen, das ist nämlich dann die Reihenfolge, die passiert. Das heißt, erstmal wird das aufgerufen, dann wird mitgeteilt, alles klar, das war der Knopf und dann wird neu berechnet. So, können wir hier unten mal gucken. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, steht da unten, der Benutzer hat geklickt. Sieht man das? Ja? Also immer genau einmal. Das heißt, das ist eben der Ablauf. Das heißt, ich klicke auf den Knopf, auf den Button, dann wird SEA User aufgerufen und dann wird neu berechnet. So, das braucht man nicht unbedingt, ja, nur um das halt eben auch mal zu zeigen, also wie dieser Ablauf ist, wie dieser generelle Ablauf ist und wie man da eben überall auch drauf Einfluss nehmen kann. Wenn mich nicht alles täuscht, jetzt muss ich selber mal gucken, gibt es da einen Value Changed oder sowas? Muss ich selber mal gucken. Ich kenne die leider auch nicht mehr alle auswendig. Muss ich hier mal kurz durchscrollen. Was es da alles gibt. Ja, ich dachte, da wäre halt irgendwie drin, so von wegen, dass sich der Wert geändert hat. Nee, ist nicht drin. Könnte man natürlich jetzt aber auch einfach eine Variable halt dann irgendwie definieren und dann halt irgendwie feststellen, was genau sich halt geändert hat. Ja, also was aber gehen müsste, ist klickt, müsste eigentlich gehen. So, mal gucken, ob das funktioniert. Ups. Der Benutzer hat Nup geklickt. Das müsste eigentlich hinhauen. Ja, der Benutzer hat Nup geklickt. Ja. Wenn ich jetzt aber irgendwas anderes klicke, passiert da nichts. Ja. So kann ich halt dann entsprechend genau abfragen, was geklickt wurde, was verändert wurde. Und hier war es der Nup. Ja. Und so geht es natürlich entsprechend mit allen möglichen anderen Feldern halt auch. So, jetzt machen wir noch eins dazu. Nämlich halt eben auch nochmal eine Texteingabe. Zum Beispiel wähle ich mir jetzt meinen Wochentag aus. Dazu definiere ich mir ein Eingabefeld, wo ich den Wochentag als Beispiel eingebe. Also CS NumEdit. Ja, ich will ja ein numerisches Feld haben und jetzt einfach die Wochentage einfach mal durchnummeriert. Weekday nennen wir das Ding. So, hier auch. Ja, das ist die nochmal CS, das heißt, ist fürs Panel. Und NumEdit, numerische Eingabe, und das ist der Name von meinem Objekt. Hier, jetzt erstmal im Speicher vorhanden, aber noch nicht im Panel. Und um das jetzt hier dazuzufügen, gleiche Vorgehensweise, Panel at NumEdit. Hier gibt es auch noch eine erweiterte Fassung, da kann ich noch ein bisschen mehr angeben. Machen wir erstmal die einfache, at NumEdit. So, und dann hier mal Weekday hieß das Ding. Ja, das ist mein Objekt. Wochentag nennen wir die Überschrift. So, und dann unten kann ich noch ein Default Value eingeben. Also beziehungsweise gebe jetzt vor, was ist voreingestellt. Machen wir einfach mal 0. So, und dann hier noch Digits könnte ich noch eingeben, also Nachkommastellen und so weiter, kann ich halt auch alles definieren. Aber machen wir hier erstmal 0. So, und dann kann ich nämlich hier jetzt auch nochmal bei Indicate, bleiben wir einfach mal da drin. Ich habe ja vorhin hier den Wochentag abgefragt, den machen wir jetzt einfach hier mit dem Eingabefeld. Dann kann ich hier zum Beispiel sagen, Weekday, nee, andersrum. Und wäre dann halt hier Day of Week, also der Wochentag ist übereinstimmend mit Weekday Value. Value gibt mir an der Stelle den numerischen Wert zurück. Bei einem Textfeld würde da Text stehen, aber hier ist es Value. So. Und das heißt, mWeekday Value liefert mir den numerischen Inhalt von dem Eingabefeld und vergleicht ihn mit dem Wochentag. So, mal gucken, ob das funktioniert. Fehler sollten da keine sein. Nee.
So, so ist gar nichts angezeigt, weil ne, ist aus. Sobald ich das jetzt einschalte, sollte eigentlich alles da sein, was Wochentag 0 ist. So, 0 ist vermutlich Sonntag, deswegen ist da nichts da. Machen wir Wochentag auf 1. Siehe da. Wochentag 2, 3, ups, ist da unten. Ja, und so wandert es halt. Das heißt, so kann ich mir dann zum Beispiel halt hier über die numerische Eingabe entsprechend das Ganze anzeigen lassen. Und mit jedem Mal, wo ich hier was eingebe, wird immer wieder alles neu komplett berechnet. Das heißt, SEA Indicate wird von vorne bis hinten nochmal komplett durchgespult. Und so kann man relativ einfach, würde ich doch mal behaupten, sich da halt auch was zusammenbauen, was man halt möchte, ja, also was einen interessiert, ohne da halt endlos viel programmieren zu müssen. Das hier nur mal ein einfaches Beispiel, wie man das machen kann. Mein Problem ist, wäre zum Beispiel hier, jetzt kann ich hier minus 1 eingeben, würde nie was rauskommen, ja. Oder auch genauso ist schon bei der 0, kann ich ja nichts mit anfangen, oder 99. Deswegen, habe ich vorhin ja schon mal ganz kurz erwähnt, gibt es hier auch die Möglichkeit, das erweitert zu machen. Momentan steht hier add num edit hier weekday, Wochentag. Wenn ich da jetzt ein x dran hänge und dann habe ich ein paar Parameter mehr. Ich fange von vorne an. So, hier auch nochmal erstes Objekt, weekday. So, Überschrift, genau wie gehabt. Hier meine Standardvorgabe wäre 1, weil ich wieder den Montag. Er fragt mich, darf das Feld leer sein? Nein. Ups, das muss immer was drinstehen. Kleinster Wert 1, weil Sonntag brauche ich nicht. Größter Wert 5, weil Samstag ist ja sowieso nichts los außer Bitcoin. Und ja, Digits brauchen wir hier sowieso nicht. Das heißt, so kann ich es schon mal einschränken. Das Ganze ein bisschen benutzerfreundlicher und dann hat man den Effekt, den wir vorhin hatten, wenn wir dann hier nicht mehr haben, dass nämlich nichts angezeigt wird, weil nämlich ein falscher Tag drinsteht. Sondern hier ist dann halt immer, wenn ich jetzt hier versuche, 0 einzugeben, klappt das nicht, ja, sieht man schon. Oder 88, geht nicht. Maximal ist 5, minimal ist 1. So kann man das halt entsprechend auch noch ein bisschen, bisschen netter machen. Und es gibt natürlich auch noch weitere Eingabefelder. Das ist eigentlich ganz nett, das Beispiel hier. Es war gar nicht so großartig geplant, aber es bietet sich ja gerade an. Ich kann jetzt zum Beispiel auch noch Time Edit machen. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, hier CS. Time Edit, ist ja alles vorhanden. Time nehmen wir das Ding einfach. So, erstmal Objekt definieren. Dann hätte ich das außerdem gerne hier davor, ne, beziehungsweise danach. Sieht schöner aus. Panel add Time Edit. Kann ich auch wieder, nehmen wir gleich die X-Variante. So, Time, Zeit und dann hier Default Value. Als String ist es hier angegeben, das heißt, die Linie war ja die 9-Uhr-Linie, die gebe ich auch genauso hier ein. Darf leer sein? Nein, auch das darf nicht leer sein. So, wenn ich dann, kann ich genauso hier unten abfragen, das geht alles nach dem gleichen Schema. Das heißt, hier frage ich keine Konstanten mehr ab, sondern frage dann hier mTimeHour, ja, und mTimeHour. Minute, das ist das, was das Objekt mir zurückgibt. Das heißt, er vergleicht hier das, was in dem Objekt Zeit als Stunde eingestellt ist und was als Minute eingestellt ist, vergleicht er mit der aktuellen Zeit und der Time Minute gleich 0, das ist natürlich Quatsch. Umgekehrt. Sondern hier muss er natürlich Minute. Also die Kerzenminute soll ja übereinstimmen mit dem, was da eingegeben ist. Ja, also vergleicht hier die aktuelle Minute mit der Minute in dem Zeitobjekt und die aktuelle Stunde und dann auch hier noch meinen Wochentag. So, wenn man das jetzt dann nochmal kompiliert, dann haben wir jetzt plötzlich drei Felder, beziehungsweise zwei plus den Button. Hier unten steht jetzt einmal der Wochentag, ja, 9 Uhr und sobald ich jetzt hier zum Beispiel sage, ne, 10 Uhr, so, kriege ich 10 Uhr angezeigt, 12 Uhr, 14 Uhr, am Dienstag immer nur, ja, und hier kann man auch nichts falsch machen, das heißt,
Hier kann ich zwar irgendwie eine falsche Zeit eingeben und beziehungsweise auch Zeiten, die nicht vorkommen, wie zum Beispiel 23.30 Uhr, da ist halt alles dicht im DAO, deswegen ist da auch nichts angezeigt. Aber hier kann ich auch keinen Nonsens eingeben, sondern es ist halt immer auf jeden Fall eine Zeit da. 45 Uhr gibt es nicht und das wäre zum Beispiel halt hier leer. Ja. So. Und damit haben wir aus dem anfänglichen Beispiel jetzt was gemacht, womit man tatsächlich schon was anfangen kann. Also kann man sich zum Beispiel auf einfache Art und Weise, ja, wenn das jetzt hier der Dow Jones ist, kann ich ja sagen, 15.30 Uhr. So. Gut, Wochentag wird jetzt nur montags angezeigt, aber wenn ich das jetzt als Beispiel weglasse, da habe ich zum Beispiel auf jeden Fall immer, kriege ich eine Anzeige, wo meine Eröffnung war, wo meine Kassaeröffnung zum Beispiel im Dow Jones war. Also jetzt hier in dem Fall immer montags, sehe ich ganz klar, da ist sie und gut ist, da weiß ich halt direkt immer, da war meine Eröffnungslinie. Ja, alle weiteren Objekte einfach auch nochmal in die Beschreibung reingucken. Das waren jetzt halt hier nur Button, Zeiteingabe, numerische Eingabe, gibt noch ein paar mehr. Und aber das ist im Wesentlichen das, was man ja braucht. Es gibt natürlich noch eine Texteingabe, es gibt auch eine einfache Anzeige von Zahlenwerten und so weiter und so fort. Und so kriegt man diese Sachen da unten in das Panel rein und so kann man die entsprechend halt auch sehr, sehr einfach abfragen, ohne sich da einen Kopf zu machen, wo ich denn gerade im Chart bin oder was da gerade los ist. So, jetzt sind hier ein paar Fragen aufgelaufen. Der Matthias, der auch gefragt hat, so, wo müssen immer die Semikolons hin? Die sind ja nicht am Ende von jeder Zeile. Nein, die sind natürlich nicht am Ende von jeder Zeile, die sind am Ende von jedem Befehl. Ja, also zum Beispiel if, ist, bei Bedingungen kommt keiner hin, also hier wird ja eine Bedingung gestellt, if das und das und das, dann passiert das und das. Eigentlich gehört das aber zusammen, ja, also wenn man das als Zeile betrachten möchte, wäre das ja die ganze Zeile. Man setzt es aber halt eben ab, der Übersicht halber, das ist halt einfach Standard in C, C-Sharp, C++, das hat sich so eingebürgert. Dem ist auch egal, wo du deinen Zeilenumbruch machst, ja, du kannst auch irgendwie da alles kreuz und quer machen, du kannst auch einfach das if dahin stellen und dann irgendwie alles auseinander, das ist dem auch egal, ja. Also Zeilenumbruch interessiert in MQL oder C absolut überhaupt gar nicht. Aber grundsätzlich bei einem Befehl kommt ein Semikolon hin und bei if und so weiter nicht. Ja, das ist so mal als generelle Regel. So, dann der Martin. In der Referenz heißt das, Kapiteldialog Fields is not implemented. Da musst du mir, glaube ich, mal sagen, welche Felder da drin sind. Ja, wie gesagt, ich muss das ergänzen. Das werde ich auch mal ganz schnell machen, welche Felder es da gibt. Aber ich glaube wirklich, dass das Allereinfachste ist, nicht zu viel lesen, sondern hier echt die Beispiele durchgehen. Und dort ist das meiste, ist ja eigentlich schon erklärt. Also wenn ich hier zum Beispiel das Range Breakout nochmal schnappe, dort sind ja halt zum Beispiel auch, das ist ja hier schon beschränkt auch auf numerische Zeiteingabe und so weiter. Ansonsten müsste ich da ehrlich gesagt selber auch gerade ein bisschen raten, weil es ist so viel Material, was in dieser API drinsteckt. Die Dinge heißen übrigens CS. C steht für Klasse. S steht für, beziehungsweise ST steht für Simple Dialog. Also CS, nicht ST, sondern das S steht für Simple Dialog und die sind alle hier drin. Ja, also wer sich das antun möchte, hier ist einiges beschrieben. Es gibt nicht nur Dokumentation, sondern auch dokumentierten Quelltext. Und dort ist das ganze Zeug drin, also auch alles im Quelltext vorhanden. Also wer da dran rumschrauben möchte, kann das gerne machen, muss aber damit rechnen, dass mit dem nächsten Update dann auch wieder dahin ist, weil da wird natürlich schon viel immer wieder dran geändert. Ja. Aber grundsätzlich kann man hier gucken, wie sowas gemacht wird. Also das ist auf jeden Fall alles drin. Also es gibt hier zum Beispiel CS Caption gibt es noch, es gibt CS Label, aber an Eingabefeldern gibt es tatsächlich nur CS Text Edit, CS Num Edit, CS Time Edit und ich glaube, das war es halt. Also bei mir braucht man ja auch nicht wirklich. Aber das nur mal zur Erklärung, warum das so heißt. Genauso wie andere Geschichten, hier gibt es ja einige Dateien, da sind jetzt auch noch zwei dazugekommen in der neuen Version.
Auch alles keine Programmiergeheimnisse, aber hier zum Beispiel ein eigenes Chartobjekt, wo man auf alle Chartfelder und so weiter zugreifen kann. Und was in der Beschreibung tatsächlich noch nicht drin ist, sind die ganzen Werte, weil es halt eben alles noch recht frisch ist gerade. Also was ich halt alles abrufen kann. Und wie gesagt, ich kann eigentlich nahezu alle Werte, die im StereoTrader vorhanden sind, ich kann auf fast alles zugreifen. Also viele Sachen vom Setup, ich kann zum Beispiel die Zeiten, also ich kann zum Beispiel auch, nur mal als Beispiel, kann ich auch hier zum Beispiel, angenommen, ich würde jetzt hier handeln wollen, ja, und bei Evaluate gibt es zum Beispiel solche Sachen wie if is zum Beispiel long allowed, ja, das sind ja auch solche Geschichten, die sehr hilfreich sind. Und das heißt zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, das müssen wir im Detail ein andermal machen, beziehungsweise das gehört dann wirklich auch in die Referenz, aber wenn zum Beispiel hier long ausgewählt ist oder wenn long nicht ausgewählt ist, ja, und ich würde hier fragen, ist long allowed? So, dann würde er hier nie ankommen, weil es einfach abgewählt ist. Das ist nur mal ein Beispiel. Genauso kann ich fragen, if is time allowed? So, das heißt, es ist ganz einfach, das, was ich hier eingestellt habe, bei Time Exit, ja, zum Beispiel, da steht jetzt aktuell nichts drin, wenn ich jetzt hier sage, irgendwie 9 Uhr bis irgendwie, keine Ahnung, 16 Uhr, so, und das ist ausgewählt, und dann wäre die Bedingung zum Beispiel nur wahr, wenn das entsprechend halt damit übereinstimmt. Ja, so kann ich halt auf alles Mögliche da zugreifen. Und der Wortschatz ist natürlich schon nicht ganz klein. Deswegen bin ich da auch, also Asche auf mein Haupt, so ein bisschen im Hintertreffen mit der Dokumentation. Und mir ist erstmal wichtig, dass alles funktioniert und es tut es im Moment auch. Und weil es ja auch nicht gerade eine Kleinbaustelle, zumal ja auch immer der ganze Estimator und so weiter ja auch alles mit da dran hängt. Ja. Und das heißt, alles, was ich hier programmiere, kann ich ja auch durch einen Estimator schicken. Und könnte dann ja zum Beispiel sagen, um jetzt hier mal bei dem Beispiel zu bleiben und jetzt mal nicht nur eine reine Indikation zu machen, sondern kann ich hier dann genauso fragen, machen wir einfach hier mal Copy and Paste, das war jetzt nicht so elegant, aber weil das natürlich auch, ich sag mal, von der Performance besser ist, wenn man das in Variablen packt, aber jetzt hier für die Demonstration ist es erstmal egal, kann ich genauso gut hier bei Evaluate nochmal fragen, so, ist mein Knopf gedrückt, passt das von der Zeit her, beziehungsweise, ich mache es mal hier noch ein bisschen komplizierter, ich habe ja vorhin gefragt, irgendwie Wochentag ist Weekday Value, ja, und ich könnte jetzt auch sagen, okay, entweder stimmt der Wert überein und wenn da kein Wert drin ist, dann nimm einfach jeden Wochentag, das würde so aussehen, schiebe ich hier mal in eine weitere Zeile, damit es ein bisschen übersichtlicher bleibt, so, das heißt, mein Wochentag entspricht entweder dem, was da drin ist, oder Weekday ist empty. Das heißt, wenn da nichts drin steht, dann würde die Bedingung auch zutreffen. So, hier fehlt noch eine Klammer. So, nochmal Copy and Paste. Das heißt, jetzt kann ich einen Wochentag angeben oder ich kann auch einfach weglassen. Noch nicht ganz, weil um das zu machen, weil ich habe hier oben den Wochentag hinzugefügt und habe dem hier gesagt, ey, du darfst nicht leer sein. So, jetzt sage ich aber, das darf leer sein. Sonst funktioniert das Ganze ja logischerweise nicht. Sonst kriege ich ja niemals einen leeren Wert. So, das heißt, hier erstmal alles unverändert. Throwline wird hier nicht funktionieren, weil hier ist Evaluate, das heißt, hier wird gehandelt. Und jetzt zum Beispiel, das heißt hier einfach nur die gleichen Bedingungen, ja, und sagt dann jetzt hier zum Beispiel kaufen. So, fertig. Jetzt könnte ich hier noch fragen, wenn Montag ist, kaufen, wenn Dienstag ist, verkaufen. Ja, nur mal als Beispiel. Geht ja jetzt aber hier nur mal, um zu zeigen, wie das halt miteinander zusammenhängt und eben auch, was den Estimator angeht, das heißt also die Vorauswertung. So, gehen wir nochmal zurück. Das dauert hier immer so ein bisschen, bis es neu geladen ist. So, jetzt erstmal gucken, was mit der Zeit funktioniert, mit dem Wochentag, wenn ich den jetzt leer lasse, dazu einfach einen Bindestrich, dann ist das als leer deklariert.
So, jetzt habe ich wieder jeden Tag um 15.30 Uhr eine Linie. Manche sagen ja, wenn die Amis kommen, geht es immer hoch. Kann man hier relativ einfach ausprobieren. Also ne, Amis 15.30 Uhr öffnet der amerikanische Markt. So, ich zeichne mir hier eine Linie, momentan ja an der Eröffnung, und sage, wenn das so ist, dann kaufe. So, klappe ich hier mal aus, den Estimator. Hoppla. So, und sobald ich nämlich jetzt, ich muss natürlich hier auch Long erlauben, sobald ich nämlich jetzt sage, hier, mach mal, und dann sollte das entsprechend auch gerechnet werden. Das heißt, ich habe jetzt hier irgendwas übersehen. Der ist jetzt hier nicht drin, warum auch immer. Das kann natürlich jetzt daran liegen, dass ich den hier zu oft aktualisiert habe. Machen wir das mal von vorne. Ah, nee. Holzauge sei wachsam. Ich habe ja vorher ausgeklammert, dass er handeln darf. Das muss natürlich weg. Sonst klappt das nicht, das ist ja klar. Weil jetzt ist es ja plötzlich nicht nur ein Indikator, sondern ein Handelsroboter. So, müssen wir nochmal suchen. Das war mein Test. So, da ist er. So, und wie man sieht, ja, das ist das Ergebnis, wenn ich immer um 15.30 Uhr long gehe. Sieht blöd aus. Weiß man damit dann eben auch ganz schnell, gut, der macht jetzt natürlich nichts, außer dann irgendwie am Ende des Tages zu. Ne, macht um 16 Uhr zu. Gut, weil es hier jetzt natürlich so eingestellt ist. Das heißt, wenn ich das weglasse, sollte es nochmal anders aussehen. Ja, da hat er halt irgendwann einen aufgemacht, nie zugemacht. Das ist natürlich auch ganz schlecht, wenn ich jetzt halt zum Beispiel sage, setz mir einen Take Profit nach 20 Punkten. So, tatsächlich, das ist ein sehr profitables Ergebnis. So, allerdings ohne Stop-Loss. Ha, das war natürlich der Haken an der Sache. Machen wir einfach mal beides. 20 Punkte Stop, 20 Punkte Take Profit. Ja. Wenn das so der eigenen Strategie entspricht. Aber ne, so sieht man halt das so. Das heißt, das, was ich jetzt hier gemacht habe, es geht jetzt nicht darum, hier rauszufinden, ob das gut ist. Mensch, komm zurück hier. So, das heißt, ich habe hier einfach nur da oben gemalt und hier unten habe ich zu den gleichen Bedingungen habe ich einen Trade ausgeführt. So, so schnell geht das. Das Einzige, was hier nicht schnell geht, ist irgendwie umschalten zum anderen Bildschirm. Und könnte hier natürlich ne, genauso auch alles ausschalten. Das heißt, es ist ja alles über den Button gesteuert und alles, was ich jetzt hier eingebe, wird nicht nur angezeigt, sondern eben halt auch gehandelt. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier dann entsprechend den Estimator ausschalte, natürlich nicht mehr, dann wird es nur entsprechend angezeigt. Aber eben, um das nochmal zu verdeutlichen, das hängt ja alles miteinander zusammen. Das heißt also, alles, was ich hier programmiere, kann ich ja direkt durch den Estimator schicken und habe dann schon mal eine ungefähre Vorstellung davon, was da am Ende rauskommen könnte. Ja, und deswegen ist das Ganze so ein bisschen komplex und deswegen das als kleine Entschuldigung dafür, warum ich da gerade mit Dokumentieren nicht hinterherkomme, weil es halt irgendwie echt nicht gerade wenig ist, was da unter der Haube eben auch nochmal dazugekommen ist gerade. Auch wenn es nach außen hin nicht sichtbar ist, das soll es natürlich auch gar nicht sein, sondern es soll ja für euch, ja, die es halt einsetzen möchten, ja so einfach und komfortabel wie möglich zu handhaben sein, ohne dass man sich da Gedanken drum macht, was, wo, wie, wann passiert, sondern man gibt seine Bedingungen vor, zeichnet seine Indikationen und führt seine Trades aus, da, wo sie halt passen. So, dann gucke ich mal, ob es hier noch was gibt an Fragen. Nö, ich kriege hier ganz viele Smileys. Das mit dem X war mir ganz neu. Welches X? Der Martin spricht in Rätseln. So. Wie kann man den Take Profit so programmieren, dass er fest ist? Das musst du, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer beschreiben, Stefan, was du damit meinst, dass er fest ist. Das X bei den Dialogfeldern, weiß ich immer noch nicht, was du meinst. Okay, ich gehe noch hier mal durch. Was haben wir noch? Ja,
Wenn ich mir den Stereotrader runterlage, beschreibt er mir dann automatisch alle Charts oder kann ich den MT4 dann zusätzlich noch parallel nutzen? Nee, kann man parallel nutzen, klar. Das gehört zwar jetzt nicht hier in die Programmierung unbedingt rein, aber klar, kann man natürlich parallel nutzen. So, Market Profile Oliver Klemm, ob ich dazu was sagen kann? Ja, ich meine, ist natürlich, was soll ich dazu sagen? Also wie das Market Profile funktioniert, da bin ich definitiv der falsche Ansprechpartner. Ich habe es programmiert für den Stereotrader und wie auch schon eben gesagt, mit dieser Schnittstelle tatsächlich. Ja, also kann ich auch mal kurz hier unter Beweis stellen, dass es damit tatsächlich machbar ist. Also so sieht das Ganze halt aus. Ja, und also auch hier sieht man genauso Indicate und so weiter und so fort. Passiert also auch alles hier drin. So, ist natürlich ein bisschen aufwendiger, ist klar. Und natürlich gibt es auch ein bisschen aufwendigere Berechnungen, aber alles auch kein Hexenwerk. Und wenn man sich das mal so anguckt, ja, es ist halt auch irgendwie gerade mal hier mit weniger als 1000 Zeilen gemacht. Steckt natürlich noch ein bisschen mehr dahinter, gehört auch noch eine Bibliothek dazu, die natürlich das Market Profile auswertet, aber von der Grundstruktur, ja, ist es auch nichts anderes. Und wie das aussieht, wer es noch nicht gesehen hat, kann ich auch mal kurz zeigen. Das Ganze sieht so aus. Geh mal weg. Also man kann da auch schon recht schicke Sachen damit machen. So, das ist Market Profile. Ja, ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger, die Geschichte hier. Aber so sieht das Ganze aus. So, und dafür war es halt eben, wie ich eben auch gemeint habe, notwendig, dass es im Hintergrund eben laden kann und dass man zum Beispiel die Tage einschränken kann. So, das heißt also hier, ja, Market Profile, das heißt auch entsprechend mit Volumenglocke und so weiter und so fort. Aber alles eben auch mit dieser Schnittstelle gemacht. Achso, das sind, okay. Ja, also wie gesagt, aber zur Anwendung, da ist wirklich der Olli Klemm, das ist da der richtige Mann, der sagen kann, wie man damit auch umgeht. Also was ich halt weiß, ich beobachte es halt ja tatsächlich auch, natürlich seit ich halt hier die ganze Sache umgesetzt habe und was ich natürlich schon sehe, ist, dass halt doch schon alles sehr, sehr genau matcht, also was da passiert und auch interessanterweise, ich habe ja meinen eigenen Handelsansatz sich damit halt extrem gut und extrem oft deckt. Ja, also hier sieht man ja auch zum Beispiel, das sind jetzt hier, das müsste der Low sein von gestern, Value Area High von gestern, da sieht man ja schon auch deutliche Reaktionen oder hier der Point of Control von gestern, hier Point of Control von heute, dann die Value Area, ja, das ist auf jeden Fall natürlich ein Thema für sich, man muss aber wissen, wie man es handelt, also ganz klar, wie gesagt, da kann ich wirklich nur an Oliver Klemm verweisen, der weiß das mit Sicherheit 100-mal besser, als ich das weiß. Ja, eine Stunde haben wir jetzt auch um und wenn noch Fragen sind, bitte einfach einwerfen. Und aber da kommt irgendwie gerade nichts mehr, wahrscheinlich raucht da schon dem einen oder anderen den Kopf. Ich kann halt wirklich immer nur sagen, so nehmt euch die Beispiele. Ja, macht die kaputt oder was auch immer. Einfach dort mal Sachen ausprobieren und dann einfach mal gucken, was passiert. Ja, solange man ja auf dem Demo unterwegs ist, beziehungsweise hier im Estimator, kann man ja nichts kaputt machen. Und aber damit man einfach so ein bisschen mehr Gefühl dafür kriegt, wie man mit dieser Schnittstelle umgeht. Und ich glaube, ich kann wirklich da halt auch überzeugt sagen, dass die halt schon sehr, sehr, sehr mächtig ist, was man damit machen kann. Und es wird auch in den Webinaren immer nur gelingen, einen Bruchteil irgendwie davon darzustellen. Aber das Ding ist schon ungeheuer mächtig und umfasst wirklich sehr, sehr viel. Und eben dadurch, weil es an den Stereotrader angekoppelt ist, habe ich natürlich ein Spektrum mit dem ganzen Trade-Management und so weiter und so fort, was mich oder in die Lage versetzt, sehr schnell halt sehr, sehr mächtige Handelsroboter oder Indikationen da auch eben zusammenzukriegen. So, da kommt noch eine Update-Frage. Ich kann momentan keinen einzigen SEA auf dem Chart ziehen. Ja, die aktuelle Version müsste sein, die, ich gucke mal eben hier drauf,
1813 ist die, die draußen ist. Und damit gibt es auch eine neue API. Und das muss natürlich alles zusammenpassen. Das heißt, wenn man das Bild 1813 hat, muss man auf jeden Fall die Add-ons neu runterladen und auch die API neu runterladen, weil es ist komplett anders als vorher unter der Haube. Das heißt, der Stereo-Trader wird noch nicht mehr feststellen können, dass es eine falsche Version ist. Der wird einfach gar nichts mehr finden. Und weil vorher stand ja dann immer dann, wenn man das geladen hat, stand ja dann hier in dem Feld, stand dann Invalid Version als Beispiel. Das würde jetzt bei dem Versionssprung noch nicht mal mehr da stehen, sondern es wird einfach gar nichts mehr da stehen. Und deswegen muss man auf jeden Fall neu runterladen. So, und dann noch hier, kann man beliebig viele Indikatoren kombinieren? Theoretisch ja. Also, und zu schnell, ob es zu schnell komplex wird zum Live-Orders eröffnen? Eigentlich nicht, ja, weil es ja halt eben, solange das nur Indikatoren sind, ist ja das, wie ich das vorhin erklärt habe, das läuft asynchron, ja. Das heißt, die haben immer nur, ich glaube, 50 Millisekunden Zeit, um irgendwas zu tun. Und alles, was in dieser Zeit nicht geschafft wird, wird auf nachher verschoben. Und weil die Hauptzeit natürlich dazwischen ist dem Handel vorbehalten. Das heißt, der Stereo-Trader, also muss man sich vorstellen, wie Zeitscheiben, die verteilt werden. Ja, den größten Kuchen kriegt der Stereo-Trader und das Trade-Management und den kleinsten Teil kriegt der Indikator. Und so, dass halt immer die Priorität ganz klar auf der Trade-Ausführung liegt. Und deswegen kann man da theoretisch auch 20 Indikatoren übereinander lagern. Und trotzdem sollte es immer so sein, dass die dass das Handling an sich halt nicht zu sehr beeinflusst ist. Natürlich, wenn alle 10 Indikatoren dann irgendwie ihre 50 Millisekunden brauchen, dann ist es natürlich auch eine halbe Sekunde, die das Ding halt jedes Mal hängt. Das ist natürlich auch nicht das Rätsels Lösung, ganz klar. Aber logischerweise ist es so, Multitasking, ja, also was ja nichts anderes heißt, also dass man verschiedene Sachen gleichzeitig tut. Frauen behaupten ja, sie können sowas. Können sie auch nicht, ja. Genauso wenig kann es ein Computer. Und entweder ich habe den Fokus auf einer Sache und die läuft dann natürlich mit 100% Aufmerksamkeit, was an der Stelle dann halt ganz klar natürlich die Rechenzeit ist, oder ich muss mich halt verteilen und dann leidet natürlich alles ein bisschen drunter. Und das ist Multitasking, also im Menschlichen nicht anders als beim Computer auch, gibt es nicht wirklich. Es läuft nie was wirklich parallel ab. Ja. An einer Stelle kommt es dann immer noch zusammen. Prozessorarchitektur ist ein Thema für sich. Dort geht es teilweise. Trotzdem wartet da letzten Endes der eine auf den anderen. Erst wenn alles fertig ist, geht es dann halt weiter. Das heißt, man hat immer eine Beeinflussung, ganz klar. Okay, gut. So, hier kommt jetzt soweit nichts mehr. Also, wenn ansonsten noch Fragen sind, dann jetzt oder es wurde auch schon mal irgendwie angeregt, vielleicht mal irgendwie ein Forum dafür zu machen. Da denke ich tatsächlich mal drüber nach, dass man zumindest mal diejenigen, die programmieren, da irgendwie in einer Gruppe zusammen hat und dass man sich da auch austauschen kann. Also wenn da Interesse besteht, dürft ihr mir das gerne mitteilen. Und natürlich, je mehr das gut finden und umso eher werde ich dann sowas natürlich auch dann halt auch umsetzen. Erfordert natürlich auch wieder ein bisschen Aufwand, klar, von dem ich ja momentan auch nicht so wenig habe. Was ich euch gerade mal noch zeigen kann, ist übrigens, gibt zwar jetzt nicht so viel zu sehen, aber so mal als kleinen Beweis zwischendurch, hoppla, kann man ja ruhig mal zeigen, das ist der MetaTrader 5 und der Stereo-Trader auf dem MetaTrader 5, der hier schon eigentlich fast fertig ist und ich bin da nur gerade am Testen, wie man sieht, das sieht eigentlich ganz genauso aus, die Geschichte, jetzt hier nur mal kurz in schwarz und ist auch vom Handling her also eigentlich identisch, ein paar Sachen sind halt mehr, was die Orderausführung und so weiter dazu, was die halt angeht, da kann man ein paar Einstellungen vornehmen. Eine Geschichte habe ich hier mal eingebaut, weil ich weiß nicht, wer hier mit dem MetaTrader 5 unterwegs ist, aber mir ist es nicht gelungen, mit einem Blick festzustellen, in welchem Timeframe ich mich befinde, weil hier oben ja nichts mehr ausgewählt ist, so wie das beim MetaTrader 4 der Fall ist. Deswegen gibt es jetzt hier diese Anzeige mal mittendrin. Finde ich eigentlich gar nicht so doof. Und habe ich auch an anderer Stelle schon gesehen, das ist eigentlich ganz
hilfreich. Also wenn man halt irgendwie mit einem Blick feststellen muss, in welchem Timeframe bin ich hier gerade, muss ich nicht irgendwie suchen, wo steht es denn jetzt, da oben, hinten, unten oder wo auch immer, sondern sehe es halt hier direkt im Chart. Ja, und ansonsten ist es halt eigentlich bis auf Kleinigkeiten, die sich da eben halt, was die Orderausführung angeht, wird es da erstmal nicht viel Unterschied geben zum MetaTrader 5. Ich kann aber auch mal ganz kurz zeigen, was ich ja vorhin gesagt habe, zum MetaTrader 4, was ich ja vorhin gesagt habe. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Sample nehme, mache jetzt einfach mal Copy and Paste. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Vorführeffekt hier. Mach mal den MetaTrader 5 auf. Moment mal, hier sind die Dinge ja auch drin. Und kann ich einfach mal gucken. Samples. Und genau, die heißen jetzt zwar hier fälschlicherweise momentan MQ4, aber ist egal. Ich mache jetzt nur mal einen auf. Mach mal hier Copy and Paste rein. Speichere das Ding mal als MQ5. Mal gucken, was er dazu sagt. So, das wäre dann mein Test 5. So, wenn ich das jetzt kompiliere, wie gesagt, ich will jetzt hier keinen Vorführeffekt ausschließen, vielleicht ein bisschen übermotiviert, aber so kann man es ja mal, ja, keine Fehlermeldung, ja, außer er sagt, er hat ja keinen Plot, aber das ist sowieso egal, das brauchen wir nicht. Und wenn ich den jetzt hier im MetaTrader 5 draufziehe, sollte auch da, bin ich hier im Euro-USD, ja gut, ist egal. So, wo haben wir ihn denn? So, Test. Will er irgendwie nicht, warum will er das nicht? Hat es ohne Fehlermeldung gemacht. Aber trotzdem keine Lust, dass irgendwie, ja, zumindest kompiliert er halt schon mal ohne Fehlermeldung, warum er den jetzt hier nicht draufzieht. Das ist echt die Gretchenfrage. Mal aktualisieren. Aber da sollte ja eigentlich mal zumindest erkennen. Dass das für ihn bestimmt ist. Hat aber irgendwie will er nicht. Warum auch immer. Gestern ging es noch. Das ist typisch MetaTrader 5, muss ich auch sagen. Funktioniert morgens und nachmittags nicht mehr. Ja, das sind so die Lustigkeiten, mit denen man sich da irgendwie gerade auseinandersetzt. Also hat jetzt hier nichts zu bedeuten. Aber wie man sieht, zumindest kompiliert es ohne Fehlermeldung. Und ja, und das ist halt was, das schafft man mit normalen Code halt zum Beispiel schon mal nicht. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ja, das war dann halt der Vorführeffekt jetzt. Also warum der das jetzt hier nicht reinzieht ohne Fehlermeldung, das sind halt leider für meine Begriffe so ein bisschen die Kinderschuhkrankheiten vom MetaTrader 5, weil er müsste hier zumindest mal irgendwie eine Meldung zeigen, da zeigt er irgendwie gar nichts. Das kann ja nicht sein. Ah, okay, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Das war mein Fehler. Das war nicht seiner, weil hier die Bibliotheken nicht kompiliert sind. Das heißt, zu der API gehören ja die Bibliotheken hier aus der StereoTrader API. Das sind genau die Dinger hier. So, und die gibt es momentan halt nicht. Die gibt es nur als, mal gucken, was sich so veräppeln lässt. Also die müsste ich nur mal kurz herstellen. Das ist zwar jetzt nicht wirklich sinnvoll, was ich hier mache. So, aber mal gucken, ob die kompiliert bekommt. Ja, das dauert halt immer alles leider ein bisschen länger hier auch, also das Kompilieren. So, den auch noch. Compile. Weil die will er natürlich haben. Deswegen hat er das nicht geladen. Das heißt, wenn ich da jetzt nochmal drauf zugreife, dann stößt wahrscheinlich der MetaTrader 5 ab. Das würde mich zumindest nicht wundern. So, er sucht hier irgendwas zurecht. Aha, da ist es. Zack, und voilà. Und da ist er drin. Da hat zumindest mal eine Geschichte funktioniert. So, gucken wir, ob auch die Indikation funktioniert. Ein bisschen kleiner machen. Kann es natürlich hier sein, das ist Zeitsetting. Nee, doch, das sind sie doch. Ja, hier sieht man. Also, zwar jetzt nur hier ein bisschen schlecht sichtbar, aber das als Beweis zum Thema Copy and Paste.
Also von MetaTrader 4 nach MetaTrader 5 hier live vorgemacht, jetzt gerade. So sieht Copy-and-Paste-Programmierung aus, ohne Unterschiede MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Das ist doch schon mal schön. Gut, so, das ist mir auch das zum Abschluss glücklicherweise gelungen. Also, dafür braucht man also auch keine Angst zu haben, dass irgendwas, was man für MetaTrader 4 macht, nachher nicht mehr funktioniert. Hier sieht man, es funktioniert. Und damit würde ich an der Stelle dann auch schließen. Wenn ihr jetzt sonst keine Fragen mehr habt, ich glaube, ich habe auch hier alles soweit beantwortet. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Es sind ja tatsächlich fast alle bis zum Schluss da geblieben. Das ist natürlich sehr schön, gerade bei so einem doch nicht ganz einfachen Thema, das auch gerne mal ein bisschen trocken werden kann. Aber ich glaube, diejenigen, die sich damit befassen, die finden das alles andere als trocken, weil ich finde es auch selber natürlich sehr spannend, sonst würde ich das ja auch alles nicht machen und da auch die ganzen Herausforderungen annehmen. Kann es nur jedem auch ans Herz legen. Wer da ein bisschen Interesse für hat, macht's mal. Es ist wirklich eine Sache, die einen schon deutlich weiterbringen kann. Egal, ob man sich jetzt damit einfach nur selber helfen kann, wenn man halt irgendein Tool braucht, irgendeine Anzeige, weil es natürlich viel komfortabler ist als irgendwie alles andere, was man so auf die herkömmliche Art und Weise macht, ist natürlich wesentlich eleganter. Und man kann natürlich eben auch Handelsstrategien ausprobieren oder vielleicht sogar auch automatisieren. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und freue mich aufs nächste Mal. Und falls der Andreas noch da ist und sich auch noch verabschieden möchte, darf er es natürlich auch sehr gerne tun. Danke, ja, ich bin noch da. Ich würde noch gerne einfach noch auf das Webinar morgen noch hinweisen. Ja, ist ja auch 18 Uhr. Genau. Stereo Trader Helpdesk, also da sind Sie natürlich auch herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Ja, von meiner Seite auch vielen Dank an dich, Dirk. War sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Ja, und auch an die Teilnehmer, Ihnen noch einen schönen Abend. Und ja, dann sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.